Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wirklich vielen Dank dafür. Im heutigen Video möchte ich über das Intervallfasten sprechen und dir 10 wissenschaftlich erwiesene Vorteile für deine Gesundheit erläutern, um dir damit einfach eine Motivation zu geben, das Ganze umzusetzen und auch in deinen Alltag zu integrieren. Denn du wirst sehen, es sind auf jeden Fall krasse Punkte dabei. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir zu den eigentlichen Vorteilen kommen, möchte ich das Intervallfasten natürlich erstmal definieren, damit jeder weiß, was damit überhaupt gemeint ist. Beim Begriff Fasten denken die meisten nämlich wahrscheinlich an einen vollständigen Nahrungsverzicht für ein oder für mehrere Tage. Das ist das typische Fasten. Das Intervallfasten hingegen können wir zu einer täglichen Gewohnheit machen, weil wir tägliche Fastenphasen dadurch schaffen, dass wir alle Mahlzeiten eines Tages in einem möglichst kleinen Zeitraum unterbringen. Es geht also nicht um einen Nahrungsverzicht, sondern nur um das Timing der Mahlzeiten. Weit verbreitet beim Intervallfasten ist zum Beispiel die 16:8 Methode, bei der wir alle Mahlzeiten eines Tages innerhalb von 8 Stunden zu uns nehmen und die übrigen 16 Stunden fasten. Das heißt, man könnte zum Beispiel von 10 bis 18 Uhr, von Frühstück bis zum Abendessen oder je nachdem, wie viele Mahlzeiten man natürlich zu sich nimmt, alle Mahlzeiten in diesem Zeitraum unterbringen und würde die übrigen 16 Stunden nichts mehr essen. Man kann aber natürlich selber entscheiden, wie weit man damit geht, also wie groß der Zeitraum der Nahrungsaufnahme noch sein können. Man kann zum Beispiel auch sagen, man nimmt sich nur 4 Stunden für die Nahrungsaufnahme. Das ist dann etwas schwerer natürlich. Aber ich finde gerade diese 16:8 Methode, innerhalb von 8 Stunden zu essen, lässt sich bei den meisten recht gut in den Alltag integrieren. Und dabei können wir auch selber entscheiden, wie in welchem Bereich wir diesen Zeitraum unterbringen. Also es muss jetzt nicht 10 bis 18 Uhr sein, können wir vollkommen an unseren Alltag anpassen. Wichtig ist dabei nur, dass wir die letzte Mahlzeit des Tages nicht direkt vor dem Schlafen zu uns nehmen, damit der Körper eben die Verdauung abschließen kann, bevor wir schlafen und sich im Schlaf dann voll auf die Regeneration konzentrieren können. Hinter dem Intervallfasten steckt die Erkenntnis, dass sich die gesundheitlichen Vorteile, die man beim herkömmlichen Fasten hat, bereits nach 12 Stunden einstellen. Und weil wir das Intervallfasten damit zu einer täglichen Gewohnheit machen können, können wir eben jeden Tag von diesen gesundheitlichen Vorteilen profitieren. Und der zweite große Vorteil, im Gegensatz zum herkömmlichen Fasten, den habe ich auch gerade schon angedeutet, wir müssen nicht auf Nahrung verzichten, sondern es geht nur um das Timing. Das heißt, wir können die gleiche Kalorienmenge zu uns nehmen. Und das ist gerade von Vorteil für Personen, die eher dünn sind und beim herkömmlichen Fasten eben befürchten, dass sie zu viel Gewicht verlieren. Und auch für Sportler oder Personen, die beruflich stark eingespannt sind, die dem herkömmlichen Fasten eher abgeneigt sind, weil sie befürchten, dass sie dann nicht hundertprozentig ihre Leistungsfähigkeit mental oder auch körperlich bringen können. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Vorteilen im Detail. So, wir kommen direkt zum ersten Punkt, und zwar der Entgiftung durch Autophagie. Der Körper nutzt nämlich die Fastenphasen, um sich zu entgiften. Und der Prozess, der dahinter steht, ist die Autophagie. Die Autophagie ist ein intrazellulärer Prozess, also ein Prozess innerhalb der Zelle, bei dem Zellbestandteile wie vielgefaltete Proteine oder sogar ganze beschädigte Zellorganellen abgebaut werden. Schauen wir uns den Begriff mal genauer an. Auto bedeutet immer auf sich selbst bezogen und Phagein bedeutet so viel wie verdauen. Das heißt, es geht um eine zelluläre Selbstverdauung. Das ist aber keinesfalls negativ zu sehen, weil eben nur beschädigte Zellbestandteile abgebaut werden, die ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen können und sich sogar früher oder später negativ auswirken würden. Das heißt, die Autophagie ist eine zelluläre Qualitätskontrolle, die absolut wichtig ist für gesunde Zellen. Das Problem bei unserer heutigen Lebensweise, bei ständigen Mahlzeiten, Snacks zwischendurch, ist, dass der Körper keine Zeit mehr für die Autophagie hat. Und dazu kommt, dass die Autophagie mit fortschreitendem Alter sowieso abnimmt. Und wenn der Körper durch mangelnde Autophagie seine Zellen nicht mehr richtig recyceln kann, hat das weitreichende Folgen. Zum einen steigt das Krebsrisiko, weil beschädigte Zellen, die sich dann zu Tumorzellen entwickeln, auch nicht mehr abgebaut werden können. Und das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen steigt, weil auch der Proteinabbau im Gehirn gestört ist und somit die Entstehung von Plaques, die beispielsweise für demenzielle Erkrankungen verantwortlich sind, nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, es ist absolut wichtig, dass wir die Autophagie konsequent auf einem hohen Level halten. Und da ist das Intervallfasten bzw. generell das Fasten die mit Abstand wirksamste Maßnahme. Das hängt damit zusammen, dass der Körper fast schon auf die Autophagie angewiesen ist, weil er die Zellbestandteile nicht einfach so auflöst, sondern um daraus Energie zu gewinnen. Und beim Intervallfasten haben wir relativ schnell unsere Glykogenspeicher aufgebraucht. Das heißt, der Körper braucht eine alternative Energiequelle. Und da löst er die
beschädigte Bestandteile auf, um sie zu recyceln, um daraus neue Glucose zu gewinnen. Und der Prozess, der dahinter steht, ist die Gluconeogenese. Gluco steht für die Glucose, Neo steht für neu und Genese steht für eine Entstehung und Bildung, also eine Neubildung von Glucose aus den beschädigten Zellbestandteilen. Das heißt, der Körper gewinnt Energie und kann sich gleichzeitig entgiften. Eine Win-Win-Situation. Wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar hat das Intervallfasten einen regenerierenden Effekt auf unser Immunsystem. Das Prinzip dahinter ist ähnlich wie bei der Autophagie. Der Körper baut nämlich beschädigte Immunzellen ab, um daraus Energie zu gewinnen. Wie bei der Autophagie auch, baut er aber nur alte und beschädigte Immunzellen ab, die sowieso nicht mehr richtig funktionsfähig sind. Und das zeigt sich daran, dass während der Fastenphase beim Intervallfasten unter anderem die Zahl der Leukozyten, das sind die weißen Blutkörperchen, massiv zurückgeht. Das Spannende ist aber, dass gleichzeitig die Stammzellen, das sind Zellen, die sich noch zu weiteren Zellen entwickeln, vermehrt dazu angeregt werden, sich gerade zu diesen Immunzellen zu differenzieren, um das entstandene Defizit wieder auszugleichen. Denn wenn wir wieder etwas essen, kommt es zum sprunghaften Anstieg der Immunzellen auf das Normalniveau. Somit kommt es in Fastenphasen zu einer vollständigen Erneuerung des Immunsystems und das Immunsystem wird dadurch leistungsfähiger. Der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die verjüngende Wirkung der Sirtuine. Sirtuine sind Langlebigkeitsgene, die sich in vielen verschiedenen Tierstudien als Regulatoren der Lebensspanne herausgestellt haben. Und das Spannende ist, sie kommen eben auch beim Menschen vor. Stimuliert werden Sirtuine in Fastenphasen, wenn wir einen leeren Magen haben. Jetzt ist die Frage, womit hängt das zusammen? Nach der Nahrungsaufnahme im Energiestoffwechsel, genauer gesagt im Zitratzyklus und in der Glykolyse, entsteht das energiereiche Molekül NADH. Nahrungsaufnahme bedeutet also viel NADH und viel NADH hemmt die Sirtuine. Bei der Zellatmung gibt NADH dann Elektronen ab und wird zum Molekül NAD+ oxidiert, damit ATP, also unser universeller Energiestoff, überhaupt entstehen kann. NAD+ ist also ein Abfallprodukt aus dem Energiestoffwechsel. Beim Fasten, wo viel Energie verbraucht wurde, haben wir damit auch einen hohen NAD+-Spiegel und gleichzeitig einen niedrigen NADH-Spiegel. Also die energiereiche Form ist nur im geringen Maße vorhanden, weil keine Nahrung zugeführt wird und NADH somit auch nicht gebildet werden kann. Wir haben also beim Fasten ein hohes Verhältnis von NAD+, der oxidierten Form, zu NADH, also der energiereichen Form. Und genau das aktiviert die Sirtuine, weil Sirtuine auf das Molekül NAD+, also die oxidierte Form, als Substrat angewiesen sind. Zusammenfassend kann man also sagen, Fasten sorgt für einen hohen NAD+-Spiegel und ein hoher NAD+-Spiegel aktiviert die Sirtuine. Jetzt ist die Frage, was ist daran so toll? Inwiefern profitieren wir von den Sirtuinen? Sirtuine können epigenetische Veränderungen an unserem Genom hervorrufen. Durch Acetylierung und Deacetylierung von Histonen können sie die Aktivität von gewissen Genen regulieren. Sie können dafür sorgen, dass bestimmte Gene vermehrt abgelesen werden und dafür sorgen, dass andere Gene, die sich schädlich auswirken, stillgelegt werden. Dadurch können sie Schäden an unserer DNA reparieren und den Alterungsprozess verlangsamen. Das Spannende ist, dass sie aber nicht nur auf die Histone und somit auf die DNA wirken, sondern auch andere regulatorische Proteine beeinflussen können. Dadurch haben sie neben der DNA-Reparatur auch Einfluss auf viele andere zelluläre Prozesse. Sie können beispielsweise oxidativen Stress reduzieren, sie können unsere Telomere schützen, Entzündung reduzieren und sogar das Krebsrisiko senken, indem sie mutierte Zellen herunterregulieren. So, wir kommen zum nächsten Punkt, der Erhöhung des HGH-Spiegels. HGH steht für Human Growth Hormon oder auch Somatotropin genannt und ist ein anaboles Hormon, das von der Hypophyse unseres Gehirns gebildet wird. Und dieses Hormon wirkt anabol, also aufbauend auf viele verschiedene Bereiche des Körpers. Es fördert den Muskelaufbau durch eine erhöhte Proteinsynthese und eine erhöhte Aminosäureaufnahme. Es erhöht die Knochendichte, sorgt für den Aufbau von Knorpelgewebe, wirkt verjüngend auf den gesamten Organismus und sorgt in dem Zusammenhang auch für ein jüngeres Hautbild durch die erhöhte Bildung von Elastin und Kollagen. Und es erhöht die Fettverbrennung. Jetzt ist die Frage, was hat Intervallfasten damit zu tun? Also inwiefern sorgt Intervallfasten für eine erhöhte HGH-Ausschüttung? Dafür muss man wissen, dass HGH ein Insulin-Antagonist ist. Das heißt, HGH wird nur gebildet bei einem niedrigen Insulinspiegel. Und nach einer Mahlzeit, wenn wir etwas gegessen haben, haben wir immer einen erhöhten Insulinspiegel, weil die Glucose, die dann im Blut ist, natürlich vom Insulin in die Zellen geschleust werden muss. Und dadurch wird HGH gehemmt.
Während des Fastens hingegen haben wir einen niedrigen Insulinspiegel, weil eben auch der Blutzuckerspiegel niedrig ist. Und niedriges Insulin fördert die Ausschüttung von HGH und das wirklich in großem Maße. Nach 24 Stunden Fasten haben Frauen bereits einen um 1300% erhöhten HGH-Spiegel und Männer sogar einen um 2000% erhöhten HGH-Spiegel, was wirklich massiv ist, meiner Meinung nach. Beim Intervallfasten erreichen wir zwar keine Fastenzeit von 24 Stunden, aber haben trotzdem einen ähnlich großen Effekt. Und somit hat das Intervallfasten eine verjüngende und wachstumsfördernde Wirkung. Wir kommen zum nächsten Punkt. Intervallfasten erhöht unsere Insulinsensitivität bzw. reduziert eine bereits entstandene Insulinresistenz und wirkt somit der Entstehung von Diabetes entgegen. Womit hängt das zusammen? Nach der Nahrungsaufnahme, wenn wir etwas gegessen haben, haben wir Glucose im Blut. Der Blutzuckerspiegel steigt also. Damit der Zucker aber nicht im Blut verbleibt, sondern in die Zellen gelangt, da wo er hingehört, produziert unsere Bauchspeicheldrüse Insulin. Insulin schleust dann den Zucker in die Zellen und der Blutzuckerspiegel sinkt wieder. Ja, ganz normaler Mechanismus. Wenn wir jetzt aber viele verschiedene Mahlzeiten zu uns nehmen mit Snacks zwischendurch, haben wir einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel. Und das bedeutet, die Bauchspeicheldrüse muss auch mehr oder weniger durchgehend Insulin produzieren. Und daraus entwickelt sich früher oder später eine Insulinresistenz. Das bedeutet, die Zellen reagieren nur noch schwach auf das Insulin. Und der Zucker bleibt im Blut. Dadurch haben wir dann einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel. Und zum anderen passt sich auch die Bauchspeicheldrüse an die Überproduktion von Insulin an, indem sie dann einfach weniger Insulin produziert. Und beide Faktoren zusammen begünstigen die Entstehung von Diabetes. Beim Intervallfasten haben wir jetzt ja aber eine Nahrungspause. Und das bedeutet in der Nahrungspause, nachdem das Glykogen, also unser gespeicherter Zucker, verbraucht wurde, haben wir einen niedrigen Blutzuckerspiegel. Ein niedriger Blutzuckerspiegel bedeutet, wir benötigen kein Insulin mehr. Und dadurch erhöht sich dann die Insulinsensitivität wieder. Das ist das Gegenteil von der Insulinresistenz. Das bedeutet, wenn wir dann wieder etwas essen, reagieren die Zellen wieder stärker auf das Insulin. Gleichzeitig kann sich die Bauchspeicheldrüse erholen, Reparaturmechanismen einleiten und dann in Zukunft auch wieder mehr Insulin produzieren. Und somit beugen wir der Entstehung von Diabetes vor. Der nächste Punkt ist die Erhöhung des BDNF-Spiegels in unserem Gehirn während der Fastenphasen. BDNF steht für Brain-Derived Neurotrophic Factor und ist ein Wachstumsfaktor unseres Nervensystems, der Entstehung von neurologischen Erkrankungen vorbeugt, unsere mentale Leistungsfähigkeit verbessert und auch unser Gedächtnis verbessern kann. Und das ist interessant, weil viele beim Intervallfasten ja gerade die Befürchtung haben, dass sie sich schlechter konzentrieren können, dass sie eine schlechtere mentale Leistungsfähigkeit haben, weil das Gehirn ja ständig Energie braucht. Das Gehirn braucht auch ständig Energie, das ist absolut richtig, aber dafür müssen wir nicht ständig etwas essen. Es gibt mittlerweile viele Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass die Hirnleistung während des Fastens sogar erhöht ist. Und da spielt BDNF bzw. die Erhöhung des BDNF-Spiegels eine entscheidende Rolle. BDNF wirkt nämlich neuroprotektiv zum einen, das bedeutet, es schützt und pflegt bestehende Neuronen. Und zum anderen regt es die Neurogenese an, das ist die Neubildung von Nervenzellen. Die Natur hat es also so eingerichtet, dass wir bei Nahrungsknappheit eine höhere mentale Leistungsfähigkeit haben, dass unsere Sinne geschärft sind, damit uns die Nahrungsbeschaffung, was ja wirklich eine kritische Situation ist, wenn wir nicht genug Nahrung haben, erleichtert wird. Ein BDNF-Mangel hingegen kann schwerwiegende Folgen für das Wohlbefinden und auch für die mentale Leistung haben, weil weniger Neuronen gebildet werden und es werden weniger Neuronen gepflegt. Dadurch haben wir ein geringeres Erinnerungsvermögen, eine schlechtere Konzentration und im schlimmsten Fall entwickeln sich langfristig sogar neurologische Erkrankungen. Und deshalb sind tägliche Essenspausen im Rahmen des Intervallfastens auch für unser Gehirn so enorm wertvoll. Intervallfasten erhöht unsere Resistenz gegenüber oxidativem Stress. Erstmal allgemein, Sauerstoffradikale sind hochreaktive Elektronenmangelverbindungen, die ganz natürlich in den Mitochondrien als Nebenprodukt der Zellatmung anfallen, aber eben auch bei vielen anderen chemischen Reaktionen. In physiologischer Menge sind sie gesundheitsfördernd, weil sie dann hormetisch wirken. Das heißt, sie triggern unser Immunsystem, aktivieren gesunde Gene. Wenn sie jetzt aber in zu hoher Konzentration auftreten, erzeugen die Sauerstoffradikale oxidativen Stress. Dann wirken sie sich schädigend aus, weil sie Molekülen in ihrer Umgebung Elektronen entziehen und sie dadurch schädigen.
Das lässt sich in drei Reaktionen zusammenfassen. Einmal die Lipidperoxidation, das bedeutet, Fette werden oxidiert und dadurch geschädigt. Dann die Proteinoxidation, das gleiche auf Proteine bezogen, also Proteine werden geschädigt. Und sogar die direkte DNA-Schädigung. Und diese drei Vorgänge beschleunigen den Alterungsprozess und begünstigen die Entstehung von Krankheiten. Zum Glück hat unser Körper dabei einen Schutzmechanismus entwickelt. Das sind die sogenannten Antioxidantien. Antioxidantien sind die Gegenspieler der Radikale, also Verbindungen mit Elektronenüberschuss, die Sauerstoffradikale neutralisieren können. Es gibt da zwei Arten von Antioxidantien. Einmal exogene Antioxidantien, das sind Antioxidantien, die wir über die Nahrung zuführen. Vitamin C beispielsweise, Vitamin E, sekundäre Pflanzenstoffe und sogar Spurenelemente. Und dann gibt es noch die endogenen Antioxidantien. Das sind antioxidative Enzyme, die der Körper selber herstellt. Und die sind um ein Vielfaches effektiver als Antioxidantien aus der Nahrung. Und hier kommt gerade das Intervallfasten ins Spiel. Denn das Intervallfasten erhöht den Spiegel für gewisse körpereigene Antioxidantien über Cytoine. Über Cytoine habe ich ja vorhin schon gesprochen. Denn in der Fastenphase wird das Gen Sirtuin 1 stimuliert. Sirtuin 1 stimuliert dann das Gen FOXO3 und dieses Gen erhöht die Produktion für drei verschiedene Stoffe. Einmal Mangan-Superoxid-Dismutase, dann Eisen-Superoxid-Dismutase und Katalase. Und das sind alles drei antioxidative Enzyme, die unseren Körper schützen. Und somit erhöht sich in Fastenphasen die Resistenz des Körpers gegenüber oxidativem Stress. Dann kommen wir zur Reduktion von Entzündungen durch Intervallfasten. Eine Entzündung im Körper ist immer eine Reaktion auf einen inneren oder äußeren Reiz, der physiologische Abläufe gefährdet. Ziel der Entzündung ist es, diesen Reiz zu beseitigen und die Grundlage für Reparaturvorgänge im Körper zu erschaffen. Deshalb enthält entzündetes Gewebe auch immer Immunfaktoren zur Bekämpfung von Mikroorganismen, Wachstumsfaktoren für Reparaturvorgänge und Enzyme für die Auflösung der Endprodukte, die entstehen. Also ein wunderbarer evolutionärer Mechanismus. Das Problem dabei ist aber, dass dieser Mechanismus nicht auf unsere heutige industriell verarbeitete Nahrung ausgerichtet ist. Das heißt, Nahrung, die nicht in der Natur vorkommt, wird vom Körper auch als Fremdstoff angesehen, die er mit einer Immunreaktion bekämpfen muss. So eine Immunreaktion ist natürlich nicht zielführend und vor dem Hintergrund macht es auf jeden Fall Sinn, sich möglichst unverarbeitet zu ernähren, um unnötige Immunreaktionen und damit Entzündungen eben zu verhindern. Aber selbst wenn wir das tun, ist unser Körper nach einer Mahlzeit immer leicht getriggert, weil er zum Beispiel auch verhindern muss, dass Keime mit der Nahrung in den Körper eindringen und sich vermehren. Und da ist es natürlich logisch, dass eine Person, die nur ein bis zwei Mahlzeiten zu sich nimmt, immunologisch weniger gefordert als eine Person, die den ganzen Tag über Zwischenmahlzeiten und Snacks zu sich nimmt. Und das zeigt sich auch in den Entzündungsmarkern im Blut. Die zweite entzündungshemmende Wirkung des Intervallfastens basiert darauf, dass der Körper nach ca. 12 Stunden Fasten seine Glykogenspeicher vollständig aufgebraucht hat. Und dann bezieht er seine Energie vermehrt aus sogenannten Ketonkörpern. Und Ketonkörper hemmen das sogenannte Inflammasom. Das Inflammasom ist ein Teil unseres angeborenen, also unspezifischen Immunsystems und wird durch einen Entzündungsreiz aktiviert und sorgt dann dafür, dass sich vermehrt Immunzellen anreichern und eben die Entzündungsreaktion vorangetrieben wird. Und genau das verhindern die Ketonkörper, indem sie das Inflammasom hemmen und damit auch Entzündungen hemmen. Jetzt kommen wir zur Wirkung des Intervallfastens auf unseren Darm. In Fastenphasen haben die gesunden Darmbakterien endlich mal die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Das hängt damit zusammen, dass wir in Fastenphasen keine Nahrungsmittel zuführen, die schlechten Darmbakterien nähren. Kein Zucker, keine verarbeitete Nahrung. Der Körper bezieht seine Energie stattdessen vermehrt aus Ketonkörpern. Unsere gesunden Darmbakterien kommen damit wunderbar zurecht, aber den schädlichen Darmbakterien fehlt ihre Nahrungsgrundlage. Sie bekommen keinen Zucker mehr. Und dadurch haben die gesunden Darmbakterien einen Wettbewerbsvorteil. Sie können sich vermehren und sie können die schädlichen Darmbakterien verdrängen. Und somit verbessert sich unser Darmmikrobiom. Und dazu kommt, dass sich in Essenspausen unsere Darmschleimhaut reinigen kann, was der Nährstoffaufnahme zugutekommt und auch unserem Immunsystem zugutekommt, weil 80% der Abwehrreaktionen im Darm stattfinden. Der letzte Punkt, über den ich heute sprechen möchte, ist der Einfluss des Intervallfastens auf unseren Stoffwechsel. Viele haben beim Fasten und auch beim Intervallfasten ja die Befürchtung, dass sich der Stoffwechsel total verlangsamt, weil wir nicht ständig Nahrung zu uns führen.
Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben einen erhöhten Stoffwechsel und der Kalorienverbrauch steigt in Fastenphasen sogar. Und das macht evolutionär gesehen auch Sinn, wenn wir uns mal in eine Situation hineinversetzen, als uns die Nahrung nicht ständig zur Verfügung stand, als wir sie uns noch erarbeiten mussten. Denn wenn wir da keine Nahrung hatten, hat der Körper Adrenalin ausgeschüttet. Das Adrenalin hat uns dann leistungsfähiger gemacht und uns dazu motiviert, neue Nahrung zu beschaffen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch der Stoffwechsel erhöht. Das ist aber nur in den ersten Tagen der Fall, denn wenn das Adrenalin nicht ausreicht, um uns Nahrung zu beschaffen, dann ist das ein Signal an den Körper, dass momentan einfach keine Nahrung zur Verfügung steht. Und dementsprechend verlangsamt der Körper seinen Stoffwechsel wieder, um Energie zu sparen und eben möglichst lange ohne Nahrung auszukommen. Beim Intervallfasten fasten wir ja aber nicht mehrere Tage und bleiben deshalb in dem Bereich, wo der Stoffwechsel erhöht ist. Ja, und damit sind wir schon mit allen Punkten durch. Ich muss sagen, dass ich es wirklich krass finde, wie viele verschiedene Auswirkungen so eine kleine Gewohnheit hat, die man ja wirklich leicht umsetzen kann. Deswegen probier es gerne mal aus und schreib mir deine Erfahrung mit dem Intervallfasten in die Kommentare. Und gib mir natürlich auch gerne einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal für weitere Gesundheitstipps. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.